Hallo zusammen, ich wollte euch heute einfach einmal meine Geschichte erzählen. Ich bin ja eigentlich gelernte technische Zeichnerin. Der Beruf hat mir total viel Spaß gemacht. Den habe ich 27 Jahre ausgeübt und dann bekam ich endlich mit 40, niemand hat mehr damit gerechnet, meinen Sohn. Mein Mann und ich haben uns dann geeinigt, dass ich zu Hause bleibe, weil er als Ingenieur mehr verdient. Dass ich zu Hause bleibe und das Kind erziehe und den Haushalt mache. Aber irgendwie, als das Kind dann in den Kindergarten kam, war mir das ist nicht so mein Ding, das Hausfrauendasein. Und dann wollte ich irgendwie was machen, was mir Spaß macht. Und habe ein Grundstudium in Psychologie gemacht und eine Ausbildung als Personal Coach. Zwischendurch bin ich ziemlich stark krank geworden. Anderthalb Jahre wusste niemand überhaupt, was ich habe. Ich habe dann Depressionen gekriegt. Ich habe Antidepressiva genommen, weil zum Schluss habe ich auch gedacht, es ist in meinem Kopf. Und dann immer das Gefühl, wenn ich Personal Coach bin, muss ich doch irgendwie gut drauf sein, um andere Menschen zu helfen. Das hat mich psychisch richtig runtergedrückt. Nicht genug Charisma zu haben, um andere zu helfen. Und dann habe ich zum Glück im Urlaub in Schottland meine jetzige Tätigkeit entdeckt, habe unterzeichnet und jetzt ist das Leben ganz anders. Ich fühle einen Sinn. Ich stehe morgens gern auf, weil ich arbeite für mich. Ich habe keinen Chef, ich bin finanziell unabhängig, ich kann von überall arbeiten, wo ich will. Und wenn ich jetzt in die Zukunft denke, bin ich glücklich, fühle mich angekommen, kann auch Menschen helfen, habe aber nicht so viel Verantwortung. Speziell Frauen möchte ich mehr Selbstbewusstsein geben und helfe. Und jetzt bin ich total glücklich und fühle mich angekommen. Das wollte ich euch einfach mal erzählen. Bis dann. Tschüss.